Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play The Elder Scrolls 4 Oblivion. Gleich mal mit Frame-Einbrüchen, das ist super. Im letzten Part haben wir uns hier durch die Bravil-Höhle des Hexenmeisters durchgekämpft und haben dabei draußen festgestellt, wir haben Tag und ouch, weil Vampir und so. Ja, wir sind nämlich momentan auf der Suche nach dem Rettungspfeil. Muss ich gerade überlegen, was das nochmal war. Und ja, wir haben jetzt gerade momentan 6 Uhr, 7, 8, 9, 11, nee, jetzt, ja doch ungefähr 11 Uhr hätten wir dann. Das müsste auf jeden Fall passen. Weil sonst tue ich mir wieder Aua, wenn ich da rauslaufe. Das muss nicht unbedingt sein, vor allen Dingen, weil da Gegner sind. So. Ich weiß immer noch nicht, wie der heißt. Falzis Aran oder so. Irgendwie. Keine Ahnung. Ich nix wissen. Ich weiß nur, hier gibt es ganz schön viele Daedra. Die Frage ist nur, wie komme ich dahin, ohne mir gleich mega die Feinde zu machen? Autsch. Vor allen Dingen, ich sehe gerade gar nichts, ich das weiß. Ne? Und natürlich kommt noch der Dead Rock dazu. Hier ist eigentlich voll die gute Stelle. Ah, und deswegen mache ich gerade so wenig Schaden und Hilfe, da kommt er da rein. Elfenlangschwert. Ja, ich glaube, das Elfenlangschwert ist momentan das Beste, was ich haben kann. Einfach drauf zuschlagen. Wird schon passen irgendwie. Ich finde es so witzig, dass es trotzdem blutet, obwohl ich den Eisgolem schlage. Oder den Frostatronach, wie er heißt. So, der Dead Ross ist tot. Der Frostatronach ist auch gleich. Hoffe ich. Wäre mir vorteilhaft. Na also. Puh, aber die hauen ganz schön rein. Also wenn man hier nicht irgendwelche guten Zauber hat, dann aua. Das geht ganz schön ins Fleisch. Gut. Vor allen Dingen, da gab es ja noch einen Zauberer, ne? Oder, ja gut, so ein Beschwörer halt. Wo befinden wir uns eigentlich momentan? Das wollte ich eigentlich schon das letzte Mal schauen. Fatih Arens Tower. Hier befinden wir uns, okay. Die Fackel nehme ich trotzdem einfach mal so mit. Weil ich es kann. So, hier ist eine Truhe. Ich habe immer noch die leichte Hoffnung, dass wir irgendwo die großen Seelensteine finden. Oh, die leer sind. Wäre halt noch schön. Hätte ich absolut nichts dagegen. Ordnung muss sein. Aber ich befürchte, dass wir die letzten zwei leider nicht mehr hier bekommen. Wie viel haben wir denn momentan eigentlich? Ich schaue nur gerade mal schnell nach, für einen Freund. Momentan besitzen wir... drei große Seelensteine, ja, zwei... Nee. Doch, zwei Stück fehlen noch.
Ja, zwei Stück fehlen uns noch. Oder brauchen wir sechs? Fünf oder sechs? Fünf oder sechs? Fünf oder sechs? Vampirheilmittel. Fünf. Ja, zwei Stück fehlen noch. Oh Mann. Das könnte so einfach sein, ne? Ich will doch nur wieder ein Mensch werden. Oder ein Ork, besser gesagt. Och nee. Och nee. Ich jetzt auch noch. Und dann noch ein Claymore. Oh Gott. Warum tun die einem sowas an? Der Clamp hier muss auf jeden Fall weg. Gut, der Clamp hier ist tot. Ah, ich habe den Tempel des Kaisers Zero gefunden. So mitten im Kampf mal so auf die Karte geschaut. Und dabei so ein paar Sachen rausgefunden, scheinbar. Boah, der dritte muss auch weg. Wobei alle Gegner müssen hier weg. Der draus stirbt. Dankeschön. Das war zwar kein Deutsch, aber egal, es hat funktioniert. Aber wenn ich ausweichen will, fliegt er zurück. Ja, die Gegner halten nur viel aus. Stark sind sie jetzt nicht so. Jetzt stirbt doch mal. Ah, dankeschön. Ich weiß, eigentlich hat man nicht so extrem krass die ganze Zeit draufhauen, weil es sonst nämlich ganz schön in die Ausdauer geht und deswegen macht man weniger Schaden trotzdem. Also möchten vielleicht nochmal so drei Frostatronarche kommen, da hinten ist noch irgendwer. Schönen Tag. Lebt wohl. Okay, das ist gerade ein sehr, sehr merkwürdiges Szenario. Der steht hier, mittendrin. Tausende von Gegner, gefühlt. Mega starke Gegner, wohlgemerkt. Und ich tauche hier einfach auf und der sagt, ja, schönen guten Tag. Willst du mich eigentlich verarschen? Ui. Wow. Mann, warum waren das jetzt keine großen? Ach was, das war's. Ich habe den Rettungspfeil bekommen. Ihr habt eine schlüsselförmige Pfeilspitze gefunden. Jedoch nicht den ganzen Pfeil. Das muss es sein, wonach Graufuchs sucht. Mehr werde ich wohl kaum finden. Ich sollte ihm die Pfeilspitze bringen. Lol. Und ihn juckt's einfach nicht. Dass ich ihn hier gerade voll ausgeraubt habe. Ich traue dem ganzen Frieden ehrlich gesagt nicht, aber gut. Blell. Dem war es einfach total egal, dass ich ihn gerade bestohlen habe. Vor allen Dingen, es hieß ja, wir dürfen ihn töten. Dabei scheint er voll nett zu sein. Den will ich gar nicht töten. Ui. Gut, okay, was ich halt jetzt wirklich nicht nachvollziehen kann, ist, dass der einfach, ja, hier so viel Data hat und so. Die
jeden angreifen, der hier ist. Irgendwie habe ich ein schlechtes Gefühl, wenn ich hier reingehe. Oh, nee, ich gehe raus. Oh. Und da hat es gerade geleuchtet. Das war der richtige Eingang. Ah. Okay. Dann auf nach Korall. Wenn das so einfach ging. Ich find's halt immer noch so krass. Warte, kann ich einfach so umbringen? Dabei ist der ganze, von den ganzen Sachen der netteste gewesen, von allen. Also das ist doch irgendwie, ja. Okay, wir haben gerade morgens, richtig? Ja, deswegen ist die Sonnenstrahlung noch nicht so stark, deswegen kriege ich gerade noch nicht so viel Schaden. Okay. Kann ich mitleben. Ich hoffe, das war jetzt das richtige Haus. Fühlt ihr euch nicht gut? Kann ich euch behilflich sein? Sieh sich einer diese Muskeln an. Ich warte schon eine Weile. Ja, ja, ja. Habt ihr den Rettungspfeil? Ich hab nur den Maßpfeil. Natürlich hätte ich gerne den ganzen Pfeil gehabt. Aber das ist nicht eure Schuld. Puh. Ich muss ihn wohl reparieren lassen. Diese Pfeilspitze bringt meinen Plan... Egal. Ich könnte eure Dienste schon bald wieder benötigen, wenn die Geschehnisse meinen Plänen entsprechen. Hier ist eure Belohnung. Ich befördere euch zum Meisterdieb der Diebesgilde. Fatis Ules aus der Kaiserstadt wird euer neuer Hehler sein. Schon wieder ein Fatis. Schatten mögen euch verbergen. Wie kann ich euch behilflich sein? Also bekommen die Argonier dieses Hist-Zeug, indem sie Hist-Bäume ablutschen. Und die Dunkelforstrotte hat schlechtes Hist bekommen, das sie in den Wahnsinn trieb. Keine Frage. Habt ihr etwas aus den anderen Provinzen gehört? Ich nehme an, der Daedra-Kult. Ja. Gut, jetzt muss ich wieder auf den Boten warten. Ist auf der Insel Somerset inzwischen. Okay, ja. Das ist jetzt folgendermaßen. Ich möchte jetzt ungern bei Tag da draußen rumlaufen, weil aua und so. Deswegen warte ich mal kurz, bis Nacht ist und danach versuche ich mal etwas. Und zwar möchte ich einfach mal versuchen, 24 Stunden zu warten. Das einmal an. Weil bis dahin müsste das ja eigentlich soweit ganz gut funktioniert haben. Ich muss aber erstmal irgendwo Blut herkriegen. Wo kriege ich Blut her? Skriver meinte, verstehe ich nicht. Ich suche zwar schnell die Obdachlosen hier. Aber ich glaube, das mit Skriver ist ein Bug. Sehr schön. Ach ja, genau, das ist da der neue Healer. Okay, immer der neueste Healer wird wahrscheinlich angezeigt. Aber ich gehe mal zum
Hafenviertel der Kaiserstadt. Und dort warte ich dann einfach mal 24 Stunden. So. Und ich glaube, dann werde ich mal von irgendwem angesprochen. Wäre schön zumindest. Andernfalls, ja, wäre es richtig bescheuert, aber eigentlich müsste es so auch funktionieren. Weil ich meine, beschleunigst du einfach nur deine Wartezeit, weil du keinen Bock hast, so ewig lang zu warten wie ich. Ich habe eine neue Nachricht vom Graufuchs. Ihr müsst ganz schön wichtig sein. Ich wusste es, also habe ich quasi einen ganzen Ingame-Tag völlig umsonst gewartet mal. Ja. Der Graufuchs bittet um ein Treffen. Begebt euch zu Ganret Hells Haus in Chardinal. Okay, dankeschön. Schatten mögen euch verbergen. Nein, ich verstehe es nicht, warum jetzt hier schon wieder Amusei dran kam. Ja. Aber gut, der Stiefel von Jack Springferse. Ja, und das ist die vorletzte Aufgabe, kann ich schon mal spoilern. Danach kommt noch eine Aufgabe. Und wenn wir die dann abgeschlossen haben, haben wir's. Ach ja, schön. Wird aber auch echt Zeit. Ich meine, ich bin jetzt schon, keine Ahnung, ich glaube, Minimum ein halbes Jahr da dran an den ganzen Sachen. Wird mal wieder schön, wenn ich mal weitermache in der Hauptstory. Das wäre auch wirklich mal wieder schön. Damit es da mal weitergeht. Hi, Graufuchs. Setz Hallo, euch, Luna. Bitte. Jo, gleich. Hallo, Daisy. So, dann setzen wir uns doch gerade mal. Natürlich sitze ich zu weit weg. Oh, dein Ernst jetzt. Setzt euch, bitte. Dankeschön. Kommt, wir müssen vieles bereden. Jo, ich bin begierig, euren Plan zu hören. Wie heißt das, auf diese Weise herbeizitiert zu werden? Eigentlich stimmte das hier irgendwie, aber gut. Ich habe im Laufe der Arbeit mit Savillas Stein erkannt, dass ich einen weiteren besonderen Gegenstand benötige, um meine Pläne voranzubringen. Ich benötige die Stiefel von Jack Sprungferse. Er war ein berühmter Dieb, der vor ungefähr 300 Jahren starb. Die Legende besagt, dass er in seinen Stiefeln begraben wurde. Findet heraus, wo Jack Sprungferse begraben ist und bringt mir seine Stiefel. Würdet ihr das für mich erledigen? Ich zahle gut. Ja, das weiß ich. Ja, ich bin bereit. Prima. Der Graf von Imbel ist der einzige Nachkömmling seiner Linie, den ich ausfindig machen konnte. Sein Name ist Jakben. Und er lebt irgendwo in der Kaiserstadt. Es könnte einen Hinweis im Haus des Grafen geben. Okay. Schatten mögen euch verbergen. Wahrscheinlich muss ich jetzt mit den... doch nicht mit den Obdachlosen reden? Okay. Dann rede ich doch mal mit ein paar Leuten hier. Und ich glaube, zur Arena zu gehen war jetzt keine so schlaue Idee. Was ist los? Ja, war keine so schlaue Idee. Natürlich, die rennen ja auch von A nach B. Da war ja was. Ah, ja, tatsächlich. Von einer Münze. Ich kann euch weiterhelfen. Der Graf von Imbel hat ein Haus im Talosplatzviertel an der inneren Mauer. Er ist ein komischer Kauz, bleibt meist für sich allein, verlässt nur im Dunkeln das Haus, eine richtige Nachteule. Okay, vermutlich ein Vampir. Möge Julianus euch segnen.
Kann ich mir zumindest ganz gut vorstellen. Wenn er so eine Nachteule ist. Eine Nachtheule. Hä? Ehrlich jetzt? Sorry für die ganzen Ladezeiten. Natürlich. Acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig. Da müsste es schon Nacht sein, hoffentlich. Wäre schön. Und schon wieder eine Wartesequenz. Das zieht einen immer so ekelhaft lange raus. Das nervt ein wenig. Zumindest sind sie nicht so lang. Wie schön, euch zu sehen. Acht, neun, zehn, elf, zwölf. Ich warte einfach mal bis 12 Uhr. Vielleicht geht er ja dann mal raus. Jack Ben Imbel. Also dieser Name ist auch so. What the fuck? Warum laufen die Uhrzeit noch so viele Leute rum? Ihr seht aus, als wärt ihr geschickt im Führen der Klinge. Was macht Rindir hier? Da kommt zu Rindirs Stäbe und so. So, brechen wir mal schnell sein Haus ein, wenn er sonst von sich nicht rauskommt. Oha. Das klingt doch mal nach dem richtigen. Das waren wohl die Gästezimmer. Das ist ein wirklich sehr interessantes Gebäude. Gefällt mir echt gut. Ja. Die Lags, die regen gerade zum Glück nur dezent auf. Jack Ben Imbel. Die waren auf jeden Fall sehr kreativ, ne? Sprungferse, weil Stiefel und so. Jack und Jack Ben. Oha, das hat es lange gedauert. Natürlich hat er Katakomben. Aber irgendwie auch nichts Besonderes hier, ne? Nur ein paar Truhen und so, aber ansonsten auch nicht wirklich was Besonderes hier. Das finde ich gerade mega seltsam, weil es hieß, ich soll hier reingehen. Jetzt muss ich wohl nach irgendwas suchen. Ich dachte vielleicht nach Jack bin, aber nee, nach seinem Haus muss ich suchen und nach Hinweisen. Was wir heute in dem Part schon an Gegenständen gefunden haben, wie zum Beispiel Fackeln. Das ist Dieb, Hilfe! Bitte verschont mich, was wollt ihr? Ich kenne diesen Sprungverse nicht, von dem ihr da sprecht.
Aber der Eingang zur Familiengruft befindet sich im Keller. Nehmt, was ihr wollt, aber tut mir nichts. Nur der Graf hat einen Schlüssel. Es wurde mir unter Androhung des Todes untersagt, dort einzudringen. Er wurde zurückversetzt nach Anvil, glaube ich. Ohne ihn wird dieser ganze Terz um den Graufuchs bald vorüber sein. Ich habe sowieso nie an den Graufuchs geglaubt. Ich glaube, das Kaiserreich hat ihn nur zur Erhöhung unserer Steuern erfunden. Der Herr ist nicht zu Hause. Er ist heute Nacht in der Stadt unterwegs. Auf der Suche nach seinem Abendessen. Eindringling, wenn euch euer Leben lieb ist, dann geht, bevor er zurückkehrt. Okay. Piep, Hilfe! So richtig unbeeindruckend, Dieb. Hilfe! Hä, was will ich denn jetzt hier noch drin? Oh, ich find's immer so unübersichtlich. Mann. Sorry, musste sein. Nur Jack Ben selber besitzt diesen Schlüssel. Und das war klar. Haltet auf. Offen. Jo. War klar. Theoretisch könnte ich hier ausbrechen. Aha. Na, sehr schön. Was habe ich denn verloren? Braucht ihr mich? Nichts Besonderes. Wow. Schön, dass die Beweise so schön gesichert sind, ne? Okay, gut, die Kleidung muss ich nochmal schnell wechseln. Ich nehme mal das Elfenlangschwert als Bewaffnung. Wobei, nee, das Akaviri Daikata. Na. Nee, die Hörstederhandschuhe will ich nicht anziehen. Da nehme ich dann den Schamanenhelm, wobei, nee, der Helm von Oren ist besser. Dann hat auch was. Ah, okay, wegen dem Helm wahrscheinlich. Schild der Sonne nehme ich mal. Die Schuhe schmeiß ich mal weg. Zwergen Handschuhe, die Zwergen Beinschienen plus die Zwergen Stiefel. Oh je, es laggt gerade. Wie noch was. Ja. Wie steht mir das hier eigentlich? Gut, okay, es hat eigentlich was, ja, aber. Komme ich nur mit der Steuerung durcheinander. Okay, gut. Meister. Ja. Laut Karte soll ich immer noch zu Jack Bens Haus. Ich weiß zwar nicht, was mir das jetzt genau bringen soll. Wahrscheinlich muss ich warten, bis Jack Ben wieder zu Hause ist und dann mit ihm reden. Könnte ich mir jetzt mal ganz gut vorstellen.
Warte mal, Talosplatzbezirk. Ich bin hier komplett falsch. Ich gehe jetzt einfach mal zum Talosplatzbezirk. Warte mal, bis Tag ist. Und gehe dann nochmal zu Chuck Bens Haus. Und gehe dann dort rein. So, 6, 7, 8, 9. Bis dahin müsst ihr wach sein. Hoffe ich. Ja gut, okay, hab ich vertan. Bis dahin ist auf jeden Fall wach. Falsches Haus, Mist. Es blendet zum Glück überhaupt nicht oder so. Ja. So. Dann suche ich mal nach Jack Ben, der hoffentlich mal da ist. Da ist er ja. Ein Eindringling. Was wünscht ihr? Ich tue alles, was ihr sagt. Nehmt alles, aber verschont mich. Die Familiengruft liegt unter dem Haus. Sie jagt mir kalte Schauer den Rücken hinunter. Ich habe den Schlüssel. Nehmt es. Aber tut mir bitte nichts. Wow. Das war einfacher als gedacht. Ja? Ja, damit du... Dafür bekommt ihr etwas. Hab Dank, wie freundlich. Ich lebe noch. Jo, du lebst noch. Und ich hab das, was ich möchte. Und du hast sogar noch Kohle von mir bekommen. Bin ich kein netter Dieb? Okay, ich als Dieb gebe demjenigen, den ich bestehle, für eine Info Kohle. Ich hab das verstanden, wie es läuft. Oder so. Timberwolf. Ah, es war klar. Boah. Alter! BTF! Kommt wenigstens kein weiterer mehr dazu. Also dieser Vampir ist heftig, der Vampirkrieger. Das war nicht ohne Grund ein Ork. Alter, haut der rein. Stahlbeinschienen. Ich weiß immer noch nie, ob die jetzt besser sind als die, wo ich jetzt hier habe, die Zwergenbeinschienen. Ups, falsche. Nee. Nee, sind sie nicht. Gut. Vampirstaub nehme ich doch gerne mit. Gut, jetzt muss ich mir erstmal kurz regenerieren irgendwie. Zwergenschild. Nein, ich würde wissen, was für eine Axt ist. Elfenstreitaxt. Wow. Stärke 4. Der Schild, ist der besser als mein jetziger? Wenn ja, dann nehme ich doch den in Zukunft. Der halt 13, der 11. Ich würde sagen, ich habe meinen neuen Schild gefunden. Ja, das Warten ist mal so eine Sache. Achso. Ja.
Wir müssen halt leider kurz warten. Und ich muss auch bald Schluss machen. Ah, noch ein Skelett hält, deswegen. Ha! Ja! Ja! Natürlich. Ja! WTF, wie viele Gegner sind denn das? Nein! Nein! Doch. Puh. Boah, da wird sich aber auch sein Teil denken, wenn er mitbekommt, dass hier jetzt schon zwei Tote liegen. Zwei tote Vampire wohlgemerkt. Ich weiß nicht, ob der jemals hier rein will, der Jack. Oder Jack Ben, meine ich. Sorry für den Cut. Meine Schwester hat mal wieder genervt. Jetzt sind schon drei Vampire da draußen gestorben. Puh. Ich verstehe, warum diese Gruft ihm einen Schauer über den Rücken läuft. Tollkirsche, einfach nur aus Prinzip. So, das Zeug nehme ich hier noch mit. Hier ist nochmal ein Sarg. Jetzt hat's aufgehört, einfach so von jetzt auf gleich. Die Musik, wow. Dann mache ich doch gerade meine Karte an. Okay, ich muss da lang. Auf jeden Fall Skelette. Soll ich jetzt etwa Angst haben? Blut. Okay, die hat gerade eben Blut gesagt, einfach nur. Ich brauche euer Blut. Wieso brauchst du mein Blut? Ich bin Vampir. Du. Aber genauso cool umgesetzt auch. Oh! Au! Ja, voller Wärme. Ein Patriarch. Doch! So. Gut. Gift nehme ich mal mit. Das Zeug auch. Ja gut, das verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Das sind so seltene Sachen und trotzdem so schlecht eigentlich im Vergleich. Machst du das jetzt hier? Dann kommt nochmal was. Die Stiefel waren nicht im Grab von Jacques Sprungferse. Ich habe allerdings ein Tagebuch gefunden, vielleicht enthält es Hinweise. Es war klar. Ja.
Das Tagebuch von Jack Springferse. Oder Jack Springferse. Ja gut, das kann ich eigentlich theoretisch noch kurz vorlesen. In der Hoffnung, dass meine Aufnahme nicht abbricht zwischenzeitlich. Ich kannte mal einen Mann, der ein großer Dieb war. Er wagte es sogar, Nocturnal zu bestehlen. Wie befremdlich, dass ich seinen Namen nicht mehr weiß. Ich glaube, wir waren Freunde, doch ich bin mir nicht sicher. In 3 Tagen werde ich mich in Tarens Gruft wagen. Allein Gräber auszurauben ist gefährlich. Vielleicht sollte ich versuchen, einen Partner zu finden. Habe ich nicht einmal einen großen Dieb gekannt? Aha, okay. Ich beginne diesen zweiten Eintrag im zweiten Band meines Tagebuchs an einem denkwürdigen Tag. Eigentlich ist es Nacht. Die Nacht, in der mein zweites Leben beginnt. Für mich wird schon immer Nacht sein. Wird nun immer Nacht sein. Ich bin eines der Kinder der Nacht geworden. Ein Sohn der Mutter Wolf und ein Bruder der Fledermaus. Ich bin Nosferatu, ein Vampir. Heute Nacht ist die erste Nacht des Rests der Ewigkeit. Ich habe dieses Tagebuch heute wieder entdeckt. 13 Jahre sind vergangen, seit ich zum letzten Mal hineingeschrieben habe. Mit der Ewigkeit, die sich vor mir erstreckt und dem ständigen Durst nach Blut, der in meinen Eingeweiden rumort, habe ich kaum Bedarf an Tagebüchern oder sonstigen Dingen. Amila ruft mich. Ich muss gehen. Sind es wirklich 89 Jahre, seit ich zum letzten Mal geschrieben habe? Oha. Die Seiten werden brüchig. Ich habe meinen Zweck wieder entdeckt, obwohl es fast ein Jahrhundert gedauert hat. Endlich habe ich die Blutlust einigermaßen unter Kontrolle. Ich glaube, ich werde versuchen, ein Leben unter den Lebenden in einer ihrer großen Städte aufzubauen. Ich hatte dieses Tagebuch völlig vergessen. Ich werde mich nicht mehr damit aufhalten, nachzurechnen, wie viele Jahrzehnte seit meinem letzten Eintrag vergangen sind. Das arglose Herdenvieh dieser Stadt kennt mich als Duckben. Oh, okay. Den Grafen von Imbel. Alles klar. Vor Jahrhunderten kannte ich mich selbst als Jack. Ich wusste es doch, dass es so komisch ist, dass der einzige Nachfahre von Jack Ben heißt. Als Jack Sprungferse, den berühmten Dieb. Ich hatte wohl auch einen berühmten Partner, doch sein Name will mir nicht mehr einfallen. Egal, ich bin über Fremde und Partner hinausgewachsen. Hier in der Stadt herrsche ich über die Nacht. Ich wusste es, dass Jack Ben eigentlich ein Vampir ist. Wusste ich's doch. Aber ich find's wirklich nice, wie der sich entwickelt hat. Muss man sich jetzt auch mal so anschauen. Ich meine, vom Vampir zum normalen Sterblichen wollte er werden. Und das hat er geschafft. Obwohl er Vampir ist. Er hat keine Blutlust mehr. Was ist denn jetzt los mit dem? Ach was. Es war klar. Es war so klar. Narr, ich bin kein schwächlicher. Es war so klar. Dass Jack Ben jetzt tatsächlich mich noch angreift. Und ich wollte noch sagen, endlich meine richtig leichte Aufgabe. Wow, 1000 habe ich gerade bekommen. Stiefel von Jack Sprungferse. Ich habe die Stiefel, jetzt zurück zu Graufuchs. In Genretels Haus in Chardinal. Ja, der Rest ist jetzt ja auch nicht so wertvoll, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Krass, wir haben gerade. Ui, oh, 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 oh. Geile Waffe. Ja,
Das war's mit dem Grafen von Imbel. Tja. Er wollte mich ja nicht... Ja. Dieb, Hilfe! Dieb, Hilfe! Gut. Dann auf zurück nach Chardinal. Na super. Kann ich denn nicht irgendwo kurz hingehen zum Warten? So, ich warte noch mal kurz bis... Jolring, der Diener. Ich diene Meister Umbacano seit vielen Jahren. Und was juckt mich das jetzt? Auch. Toll, dankeschön. Gleich hättest du noch was über Umbacano erfahren können, aber... Hab ehrlich gesagt überhaupt kein Interesse gerade. Ich weiß nur, da ist ein reicher Mann. Mehr muss man auch ehrlich gesagt nicht über den Umbacano wissen. Mehr erfährt man, glaube ich, auch nicht wirklich. So, also, dann schnell jetzt nach Chardinal. Und ja, dann rede ich noch schon mit dem Graufuchs in der Hoffnung, dass ja mein Speicherplatz noch ausreicht. Mehr mache ich an dem Part auch nicht mehr. Und dann geht's im nächsten Part dann endlich zur letzten Aufgabe. Freue ich mich ehrlich gesagt schon ein wenig drauf. Ich weiß noch nicht genau, was ich da machen muss. Ich weiß nur eben, dass es die letzte Aufgabe ist. Mehr muss man, glaube ich, auch nicht wirklich wissen. Setzt euch, bitte. Jo. Ich vermute, ihr habt das Grab von Jacques Sprungferse gefunden. Die Stiefel? Jo, hier sind sie. Prima. Dies ist vielleicht das letzte Stück des Puzzles. Ich muss erst noch etwas Zeit mit Savillas Stein verbringen. Ihr wahrhaft in eure Schuld. Wenn alles gut geht, habe ich vielleicht noch eine Aufgabe für euch. Die Gefahren sind groß, aber die Belohnung wird größer sein. Nehmt dies vorerst als Belohnung. Wir sollten jetzt Ganret Hells Haus verlassen und getrennte Wege gehen. Wir sind schon zu lange hier. Nicht jetzt, ich muss... Okay. Wow, das kam spät. Dann würde ich sagen, verlassen wir Ganret Hells Haus, aber auch erst im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, für Likes und Kommentare. Und im nächsten Part geht's dann endlich... zum letzten Mal im Auftrag des Graufuchses von A nach B. Ich habe auch schon so eine Vermutung, was er überhaupt mit den ganzen Sachen versucht, möchte mich aber noch momentan nicht wirklich dazu äußern. Das sehen wir dann hoffentlich im nächsten Part. Bis dahin. Oder auch nicht. Bye!